Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Autopark Nahne, Ihr Peugeot-Partner in Osnabrück. Ständig riesige Auswahl an Neu-, Jung- und Gebrauchtwagen. Ich denke, dass wir uns defensiv, dass wir stabiler stehen müssen und so wie wir nach vorne spielen mit dieser Konsequenz auch verteidigen müssen. Das ist unser Ziel. Wir wollen diesen Abstand möglichst gering jetzt halten und dann am Wochenende oder am Samstagabend dann punktgleich mit dem Hallenschen FC sein. Hallische FC hat auch schon sehr viele Gegentore bekommen, ähnlich wie wir. Also so eine defensive Stabilität fehlt dem Gegner ein bisschen. Haben aber Qualität in der Offensive, auch über 30 Tore schon geschossen. Sehr wechselhaft in ihren Leistungen. Wird sicherlich ein Spiel am Wochenende, was für uns eine große Herausforderung sein wird. Es ist sehr schwer gegen sie, wenn man in Rückstand gerät. Aber auch sie sind verwundbar. Wir müssen entschlossen und effizient unsere Chancen nutzen. Und ich denke, dann können wir auch mit 3 Punkten nach Hause fahren. Ist einfach im Fußball, die Null muss stehen. Dann haben wir erstmal den Punkt dabei, den wir da hingebracht haben. Und dann müssen wir vorne einen reinschießen, um halt aus diesem einen Punkt dann auch 3 zu machen. Und das ist am Wochenende, glaube ich, relevant für unser Spiel, dass wir diese Kompaktheit haben, diese Geschlossenheit, dass wir dem Gegner sehr wenig ermöglichen im Spiel nach vorne bei Standardsituationen und von Sekunde 1 auch wach sind auf dem Platz. Und dann haben wir auch die Möglichkeit, in Halle zu gewinnen und zu bestehen. In den ersten beiden Spielen im Jahr 2018 gab es direkt 7 Gegentore. Woraus bestehen dann die Trainingsinhalte, wenn man speziell trainieren will, dass eben ja, solche Abwehrfehler nicht mehr passieren? Es waren ja auch zumal individuelle Fehler. Genau, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Also wir müssen es dann individuell runterbrechen. Wir haben erstmal eine Videoanalyse gehabt, auch mit den einzelnen Bereichen. Es beginnt aber vorne, wenn die Offensivspieler nicht ins Umschaltspiel kommen, nicht die Nähe schaffen zum Ball, dann ist es einfacher für den Gegner, sich aus diesen Räumen zu befreien. Wenn die Defensivspieler nicht ihre Position einnehmen, um in die Zweikämpfe reinzukommen, diese Zweikämpfe halt auch maximal forcieren, um sie zu gewinnen, dann wird es schwer. Und darüber haben wir gesprochen, das haben wir einfließen lassen in die Trainingsinhalte. Wir haben viele Zweikämpfe gehabt in den einzelnen Spielformen drin. Wir hatten viele Umschaltmomente. Also die Bereitschaft der Mannschaft ist auch da und erkennt diese Fehler. Aber sie muss jetzt lernen und abstellen. Ja, ich denke mal, wir müssen uns das Glück auch mal erzwingen. Wir müssen sicher stehen, in einer sicheren Grundordnung, Nadelstiche setzen und auch unseren guten Fußball, den wir spielen können, auch auf dem Platz zeigen. Und dann, wie gesagt, auch die Chancen nutzen. Und ich denke, das wird der Schlüssel sein. Ja.